Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Hallo, wir sind zurück. Björn Bender von den SBB. Mein Name ist Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, heißt smarte Mobilität auch, dass wir die Klimaziele schneller, besser, konsequenter erreichen können? Björn, die SBB gilt gemeinhin als umweltfreundliches Unternehmen, als grünes Unternehmen. Sollen wir jetzt alle SBB fahren, dass wir die Klimaziele erreichen? Das ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Nein, Andreas, erstmal hallo. Ich freue mich, mit dir über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen, weil ich glaube, die Erreichung der Klimaziele extrem viel mit dem Verhalten von uns Menschen und sprich am Ende von den Kundinnen und Kunden zu tun hat. Ja, die SBB, die Eisenbahn ist per se schon immer grün, ja, ist auf jeden Fall das nachhaltigste Verkehrsmittel. Und wenn man in die Schweiz schaut, fahren wir eigentlich mit 100% nahezu erneuerbarer Energie beziehungsweise Wind- und Wasserkraft. Und das ist schon enorm. Man muss es aber ein Stück weit weiterdenken, weil wir konsumieren mehr Mobilität als Gesellschaft. Ja, deutlich mehr als in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wenn wir schauen, wie die Treibhausgase sich entwickelt haben, auch in der Schweiz in den letzten 30 Jahren, dann sind die heute deutlich höher, als sie 1990 waren. Und das trotz eines gigantischen technischen Fortschritts und wahnsinnig großen Entwicklungen letztendlich in allen Bereichen der Mobilität. Insofern wird sehr, sehr viel über Verhalten gehen und es wird darüber hinaus notwendig sein, die Mobilität ganzheitlich auch nachhaltig zu betrachten, um die Klimaziele zu erreichen. Da reicht die Eisenbahn alleine nicht aus. Braucht es aber nicht bei der SBB ein anderes Denken? Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn ich mit dem Zug von Romanshorn nach St. Gallen fahre, außerhalb der Peakzeiten, dann sitzen neben mir 5 andere in diesem Zug drin. Das bedeutet, die SBB muss 5 Tonnen pro Person bewegen und wir haben dann noch 7 Stops von Romanshorn nach St. Gallen. Da könnte doch ein Fahrzeug viel energieeffizienter sein, gerade wenn wir daran denken, dass Fahrzeuge irgendwann immobil sind, dass wir vielleicht Fahrzeugautomation haben, die noch den Wirkungsgrad erhöht, dass wir Kommunikation zwischen Fahrzeugen haben, dass die Bremsmanöver sanfter durchgeführt werden können. Also gibt es nicht eine Chance, die auch im Fahrzeug liegt oder in der Kombination von Fahrzeug und SBB? Ja, also die Chance gibt es sicherlich. Ich glaube, die Hauptherausforderung liegt ja heute in den Infrastrukturen, egal ob Straße oder Schiene, und in dem Angebot, welches wir fahren, welches ja sehr stark auf die Peakzeiten ausgerichtet ist und so wie du sagst, nicht auf die Randzeiten. Ja? Das ist in jedem Bereich der Mobilität so und die Veränderung, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bevorsteht, wird alle Bereiche betreffen. Die wird ganz sicher auch die Eisenbahn betreffen, weil man dort natürlich auf verschiedene Aspekte schauen wird, ja? Auf Kostenaspekte, auf kundenwirksame Aspekte und so weiter. Und natürlich schauen wir gemeinsam, ja gerade jetzt auch aus dem Verantwortungsbereich, den ich verantworte, neue Mobilitätsdienstleistungen, wie können wir die ganze Mobilitätskette, ja, von Tür zu Tür dem Kunden so anbieten, dass wir dort auf ein gutes Kundenangebot kommen und natürlich auch die sinnvollen Gefäße, die sinnvollen Angebote genau an der richtigen Stelle nutzen. Ja, und die werden sicherlich irgendwann mal kleiner aussehen, aber man darf auch nicht vergessen, wie wir dran gewöhnt sind, beispielsweise an ein Zugangebot, ja, was verlässlich jede 30 Minuten oder jede 60 Minuten im Takt fährt. Auch das hat heute ja einen enorm hohen Beitrag für ein gutes Kundenerlebnis und auch zu einer Nachhaltigkeit. Wenn man die Strecke nimmt, Zürich-Bern, da ist die SBB bei voller Auslastung nicht zu schlagen, was energieeffizient anbelangt. Da bin ich überzeugt davon. Wie sieht es aber aus auf dieser letzten Meile? Da haben wir konkurrierende Verkehrsträger. Was sind da deine Pläne? Wie willst du hier mehr Energieeffizienz auf die Straße bzw. auf die Schiene bringen? Ich glaube, auch dort, wir müssen stark, sehr, sehr stark oder noch stärker wahrscheinlich, als wir es auch ja, die letzten Jahre und Jahrzehnte getan haben, aus der Kundenperspektive denken. Weil nur wenn es für den Kunden leicht ist, und wenn es verschiedene Aspekte, auch Kostenaspekte beinhaltet, wird es zu einer Veränderung kommen. Und wir haben sehr, sehr gute Beispiele, ja, jetzt in Form von elektrifizierten Carsharing, welches wir anbieten. Wir haben viel, viel Velo jetzt natürlich auch
in den letzten Monaten durch oder dank in Anführungsstrichen ja, Covid-19 erfahren dürfen, was sehr stark auf diesen langsamen Verkehr, auf diese Mikromobilität, sei es zu Fuß gehen, sei es Velofahren, einzahlt. Wir haben sehr, sehr viel elektrifizierte Verkehrsmittel, sagte ich eben im Car, aber auch im Bikesharing. Wir denken auch darüber nach, wie wir den Übergang Straße-Schiene so gestalten können, dass wir auch dort die E-Mobilität unterstützen, ja, sprich mehr Ladeinfrastruktur auch für Privatfahrzeuge, die beispielsweise am Bahnhof geparkt werden, wenn dann der Umstieg auf den Zug erfolgt. Also sehr, sehr viele Aspekte. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, die E-Mobilität alleine, 100% E-Mobilität, wird uns am Ende nicht helfen, die Mobilität zu transformieren. Das ist ja auch so ein Stück weit das, was ihr in der Wissenschaft, glaube ich, tagtäglich herausfindet oder aufs Neue herausfinden dürft. Mhm. Muss man sich dann die SBB irgendwann mal vorstellen als integrierten Konzern, der neben Zug andere Verkehrsträger systematisch betreibt, um eben diese Durchgängigkeit sicherzustellen? Also die SBB war, ist und wird immer Eisenbahn bleiben. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Kundenversprechen nach außen. Und darüber hinaus wird sich immer die Frage zu stellen sein, wie können wir für die Kunden, ja, Anschlussmobilität, erste, letzte Meile, neue Mobilitätsformen organisieren, auch orchestrieren und zur Verfügung stellen. Was ich dir ganz sicher sagen kann, ist, wir werden es nie selbst betreiben. Ja? Mhm. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich glaube, wir sind sehr gut im Eisenbahngeschäft, im Operationalisierenden aufgehoben. Aber weiter zu denken und aus Kundensicht die neue Mobilität auch ganzheitlich anzuschauen, integriert auch anzubieten, das ist absolut unser Ziel. Also es bestehen Chancen. Björn Bender hat es eindrücklich verdeutlicht. Wenn wir Mobilität neu denken, haben wir große Chancen, die Klimaziele schneller, besser, nachhaltig zu erreichen. Dazu braucht es eine Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger, eine Durchgängigkeit von der Schiene bis hin in die letzte Meile hinein. Und die SBB ist mit Kraft und mit Engagement daran, dies hinzubekommen. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.